Hallo und Was kommt herzlich denn hier willkommen eigentlich? zu Age of Empires 3 und zwar zu einem 4 gegen 4 und ein ja verspätete Aufnahme. Ich age nämlich gerade schon. Und bei meinem Team dabei sind Mr. Greg, Cube, Q-Stot und Maxel26. Ja, moin. Hallo. Wahrscheinlich die Hälfte falsch ausgesprochen. Ja. Ja. Egal. Forster. Yes, Forster. Ah, Forster. Also, einer von uns macht KV bekehrt. Ich mach Kaffee, ich bin Spanier, gehe auf Lanzenreiter und Husan. Ich mache Infanterie. Also Ja, sehe ich. Musketiere. Ja, also ich kann nur Musketiere kaufen. Ich gehe ins zweite, lass mich ein bisschen Gold schicken und edge dann gleich, also nicht wundern. Okay. Das wird bei mir recht schnell gehen. Also ich schaue dir ins dritte Rang. Meinst du? Bitte. Meinst du, du agest ins dritte Rang gleich, oder wie? Ja. Das sind Lanzenreiter, die sind ja dann noch picking deren Inf. Ja, mach das. Hört sich gut an. Ich aber, ich kann da dann später für Carfight das Upgrade schicken. Aha, Lanzenreiter mit Vielfachschaden machen einen jeglichen Schaden. Hier ziehen zum Teil alles weg. Ich werde mal mit einem Speer die Feinde erkunden. Den habe ich mir jetzt mal von einem Schatz geholt. Bauen wir irgendwie einen FB oder soll jeder seine Kaserne ein bisschen bei sich bauen? Also im Endeffekt wäre es eigentlich gut, wenn wir FB hätten. Wo? Irgendwo hier. Na, hier sind zwei Herden und eine Goldene. Alles klar. Ja, ungefähr da hätte ich jetzt auch gesagt. Ich hätte zwar mir hier gesagt, aber unterm Strich ist auch selber Ja, noch. ich schicke zwei Siedler schon mal hin, alles klar. Passt. Ein paar Sekunden später und ich gehe jetzt gleich in den Age. Ich lasse mir 700 Gold schicken und bin am Age. Das heißt, nach dem nächsten Siedler ungefähr Pi mal Daumen. Minute 7 gehe ich in den Age. Minute 7 bin ich auch schon im Age. So, wo kommt jetzt die Kaserne hin? Ich baue jetzt mal. Ich baue jetzt mal hier noch Ich ein will bisschen. meinen Hund. Nein, die dürfen sowas nicht. Was ist das für ein lustiges Geräusch gerade gewesen? Weiß ich nicht, aber ich bin im Age. Sehr gut. Perfekt. Lol. Kennst du das, wenn ihr die Herden richtig herdet eigentlich und dann die doch in die andere Richtung machen? Ja, das ist echt so mies. Ich hasse es. Ja. Ja, rechts haben wir eigentlich gut Herden, muss ich sagen. Unser Frontpass sind viele Herden. Jo, da, ah ja, da ist eine fette Wiesensherde. Achtung, da ist ja Anti, also da ist ja Gegending. Lauft, 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 lauft. Ja. Die haben Oh, schon Fluss Plänkler. mit Holländer. Das ist jetzt nicht so gut. Das ist richtig schlecht. Aber ich hau jetzt gleich mal fünf Musketiere raus. Die ziehe ich aber Ja. erstmal defensiv Ah. zurück. Ja. Eine Oder soll ich ein paar Basisdiskussion. Langbogenschützen vielleicht machen, oder? Wir brauchen einfach direkt Kraft, dann, wenn es geht. Ich mach Ich eine habe Kraft gleich dazu, okay? draußen. Ja, kannst machen. Aber nur, dass wir da Plan haben. Das läuft ja. Oh, der hat auch. Die haben Ulane, der Sefi. Okay. Sehe wie Deutsche, oder? Ja. Kannst du mit deinem Langbogen auf die Dinge gehen? Ja, zieh die zurück, zieh die zurück. Wir verlieren nur Units. Also Krieger. Ja. Ja, hip. Genau, zwei Units.
Aber wie weit? Ich bin doch ein Edge. Noch weiter, ich würde eigentlich nochmal Truppen ausbilden. Ich baue jetzt gerade Pflanzenreiter. Ich habe vier Usan schon draußen. Ja, Genova hat das Wort mit deiner Units, also Krieger. Weil die, wir werden nur niedergeschossen da vorne. Ah, das mag ich gar nicht, ja. Ja, das ist jetzt aber echt blöd. Orange greift mir auf der Seite an, also. Ja, jetzt wird meine Kristalle natürlich auch noch abgerissen. Jetzt wäre es okay. Was ist jetzt der Plan? Dahinter noch Kasernen bauen? Also eigentlich sollte man mal schauen, dass wir am Leben bleiben. Am besten baut es irgendwo in eurer Base Defense Kasernen, wir dann die Minute zusammen. Ich hätte nichts dagegen, wenn ihr mir mal helft, weil die Kaffee hat mich gerade hier oben. Ja, warte, komm. Ich komm. Ich hab Kaffee. Ich gehe mit meinen 5 Landkissen halt auf die Plätze drauf, die mich gerade belagern. Das wird wehtun. Auch haben die da viel stehen. Ja, deswegen. Alles. Ich versuche sogar eine Units auf jeden Fall am Leben zu halten und näher den Kampf gehen. Wir müssen versuchen, dass die irgendwie angreifen und dann. Ja. Ich lauf schon mal nach vorne. Versuch, der Siedler zu attackieren. Ja, genau. Greif mal du noch, genau. Perfekt, ja. Orange. Geh in Nahkampf. Nee, hilft doch. Bin in dir. Okay, oh, der kommt gleich rüber. Der kommt rüber, ja. Ach, geh nicht wieder. Ja, du kommst. Okay, leider, die gehen weg. Okay, perfekt. Alles gut. Ich hab schon 11 Pflanzen halt da raus in so Müll. So viel zu unserer Map Control. Ja, das ist jetzt nicht recht vorhanden. Oh fuck, ich hab keinen Stall mehr heraus, fällt mir gerade auf. Ich hab keine Tiere mehr in meiner Nähe und ich habe jetzt Angst, an die Seite zu gehen, nicht dass die hier raiden. Oh, und das machen sie schon jetzt bei mir, verdammt. Aber nur mit 4 Reitern. Ah, nun läuft's zumindest bei mir. So, ich mach jetzt Kart-Upgrade für uns beide. Oh, Orange kommt auch noch. Ach, nee. Deine Jungs. Hey, ich habe nur Anti-Impf, das ist gerade mein Problem mit meiner Kirche. Ja, das schon, aber wenn der nicht auf die drauf gekommen ist, trotzdem macht er gehen. Vielleicht checkt das auch gar nicht mit und glaubt du. Sehr gut gegen Kart. Oh fuck, ich kann nicht so mehr auf Tiere gehen. Ich fühle mich gerade so schlecht, ich muss auf eine Mühle gehen. Ja, okay. Ich muss auch auf eine Mühle gehen. Richtig hart, Gott. Jetzt schaust du mich rein. Ich muss jetzt leider irgendwie drauf gehen, ich habe fast keine Wahl. Das sind alles hier Feinde. Nein, es dürfte eigentlich da drauf gehen, auf keinen Fall. Ja, aber was, also. Ja, jetzt schaust du mich. Nein, es müsste nur chillen. Natürlich, es wird richtig knapp werden, aber wir müssen warten, bis die richtig Ort angreift und dann drauf. Ja, ich bin gleich Zerstörer von dem hier. Ich habe Orange aus dem Spiel genommen. Ich komme jetzt zu euch hinter und greife dann voll mit meiner kompletten Kraft an. Wie Orange aus dem Spiel genommen? Indem wir haben extrem viel Siedleroptionen haben. Der muss erst wieder fangen, der hat um die 15 Siedler verloren oder so. Ja, und ich habe aber leider auch ein paar Siedler, 4, 5 glaube ich, auch verloren. Wer bist du?
Ah, also ich mein, Krieger in 100 später, grün. Du bist noch zu schnell. Er ist Franzose. Oh, Franzosen hast du das abgewählt. Was? Wer ist Franzosen? Ja. Der Gegner. Franzosen. Ziemlich viel und jetzt auch so. Also, der komplette Kaffee ist jetzt eh gleich kaputt. Was ist mit der gelben? So. Ja, die gelbe kann ich auch gleich aufziehen, was? Ich stehe auch bei mir drin, wie ich es mir gedacht habe. Okay, ja, ich sehe in Rosa oder in seiner Armee. Wenn ich die jetzt ziehe, dann was. Zumindest mit dem Anfang mal. Ja, viel gegen kann ich jetzt nichts mehr machen. Ja, ich versuche. Warte. Drauf. Also ich konnte blau hier mal zurückschlagen. Das wird nicht mehr, das wird nicht lange möglich sein. Aber was mir fehlt, sind irgendwie Goldminen. Absolut keine auf meiner Seite. Ja, ich kann jetzt leider nicht so sehr auf die Tiere hier gehen, weil sonst raiden die mich. Rot. Was? Wieso was du das überfreund nicht? Das ist noch schlimmer, wie ich meine Kraft verloren habe. Ja, ich glaube, das wird zu schwer. Ich meine, im Endeffekt, Orange ist down, aber die sind halt auch down. Ich hätte mir nicht gedacht, dass sie so viele auf einmal haben. Ja, da haben wir sie unterschätzt. Wir waren nicht damit gerechnet eigentlich, dass die direkt angreifen. Aber sonst gut gemacht, müssen wir lassen. Ja, also ich baue jetzt meine Wirtschaft wieder auf. Okay. Ja, Units her, habt ihr irgendwas im Start? Nicht viel. Kampf, Anti-Inf. 20 Infanterie. Da sind wieder Udan. Ich habe 23 mal 4 gegen Inf, ich glaube, die haben richtig rein. Okay. Achtung, ja. Gehen wir die Kaff da töten, eventuell. Hat irgendwas? Endlich nicht schlecht. Ich schick noch was ganz rüber. Ja, die kommt theoretisch ab, wenn ich es schaffe. Die haben ziemlich. Exactly. Ja, sein Kaffee ist so gut wie down. Warte, da war Pink. Die rasiert ja weg. Die sind one-hit. Wo ist die? Wo waren die Plänke? Wo waren gerade die Plänke? Wo sind die? Die sahen in Richtung Bagger, das werden blaue, da wird ein blaues Ding stehen. Blauen Musketiere, muss aufpassen. Ja, da steht alles. Okay, Orange greift mir. Das ist echt, danke. Da brauche ich müssen das einfach herkraften, da die Musketiere noch was zu machen. Verdammt, ja, toll. Meine Armee ist jetzt natürlich hier reingelaufen. Wir hätten mal unsere Armeen besser zusammenlegen müssen, irgendwie. Mhm. Ja, hätten wir ja vorgehabt am Anfang, das war zu spät. Nach dem ersten Push nicht möglich. Also nicht mehr möglich. Die gelbe, Kaffee ist zu mächtig gerade für mich. Die orange Kaffee. Lauf gerade zu dir, Rot, Achtung. Hier noch mal eine Kaserne. Oh yeah. Mein Gott. Ja, gut. Drei Fronten noch mehr. Commandment. Uricht. Heil. Uricht. Hier sind alle einzeln reingegangen, 20 Truppen, glaube ich. Ja.
Muskeln. Naja, okay, seine Plänkel und seine Muskeltiere kann ich jetzt schon auch so schon reden. Aber. Ja, die kommen jetzt alle zu uns rüber. Also ich versuche noch ein bisschen jetzt Armee aufzubauen, aber perfekt wird es nicht. Braucht übrigens jemand Gold? Ich habe jetzt relativ viel Gold. Na ja, Nahrung. Ja, ein bisschen Gold wäre nicht schlecht. Also man hat ja heute schon die übere Nahrung. Wer braucht Gold? Wer hat das gesagt? Hellblau. Hellblau. Kann ich mir ganz weitermachen, so schwer ich gerade die ganze Zeit meine Nahrung zu Gold, wenn ich ehrlich bin. Yes? Come on, Junge, danke. Ich hoffe, das hilft. Ja, ganz schön. 1300 Gold erstmal. Jetzt bräuchte ich nur noch mehr Bevölkerung. Braucht man mehr Häuser dann. Okay. Ich versuche den Rosa rein. Ich glaube, der steht da ziemlich allein da. Ich komme gleich mit meinen Lanzenreitern drauf. Okay, er steht nicht allein da. Geh mal auf die Kraft, geh mal auf die Kraft. Ja, mach ich. Ich hau die Plänkel ohne Probleme weg. Passt perfekt. Aber da stand blaue, das haben wahrscheinlich blaue Musketiere in der Nähe. Ich habe Anti-Inf. Oh mein Gott, die Kaffe haben kassiert übelst. Der hat nur den Arme angegriffen und hat, glaube ich, 20 Units verloren oder so. Fuck man, der gelbe Speer hat mich gesehen. Oh, so unnötig, warum steht der so offensiv da? Hey, der Weltlauf. Ja, die trennen sie. Geh nur auf den Plänkler. Lauf hinter seiner Kaffe. Ich komm runter. Sehr gut, ja, du machst die Plänkler gut down. Oh mein Gott. Perfekt, ja, das ist göttlich. Göttlich. Rot, deine Bauern. Es ist hier nichts verloren. Oh fuck, ja, Pink geht auf. Antikraft jetzt. Das war meine Kraft. Ich weiß nicht, ob das ein guter Trade war, aber ich glaube, das war ein eingemachter guter Trade. Also die kompletten pinken Armee. Tötet, zum größten Teil ist nicht mehr viel Plänkel übrig gewesen, aber er ist jetzt noch auf Antikraft gegangen, auf Röter. Ich geh's noch. Könntest du irgendwie hier raiden gehen? Mit deiner Kraft? Ja, mach ich. Das Problem ist ja, der Seed mehr frühzeitig. Also ich bin jetzt bei 63 Siedlern, ich versuche wieder weiter aufs Maximum zu kommen. Naja, ich bin jetzt komplett down eigentlich. Ich habe auch jetzt mittlerweile über, ja, 50 Einheiten noch hier stehen, also falls hier nötig sein wird. Ja, ich schätze mal eher rot wird nötig sein, dass wir da was haben. Also ob der jetzt schon auf grün geht. Jetzt passt das hier nicht. Der Feind? Oh, das ist schön da, die zwei. Ja, ich habe aber viel Siedler verloren. Immer weiterhin. Das ist scheißegal. Ja, ich bin aber da zu Hause halt zerstört gerade, ja. Hm. Kannst du eingreifen? Rot? Das sind nur Musketiere. Du hast da voll die Überhand. Ich habe auch Anti-Inf. Ich komm mal mit. Wow, Jungs, Alter. 60. ist, was da abgeht. Nö, da ist nichts mehr. Oh, du tötest die ganzen Siedler. Ja. Sehr nice. Ja, das ist übelst wichtig gerade, weil ich extrem viele Siedler verloren habe. Ja, richtig nice. So, wartet mal, jetzt brauche ich wieder Goldminen. Oh, das ist sehr gefährlich hier außen überall. Hm. Ja, ich komme heute vor der Wirtschaft nicht mehr nach. Brauchst du Holz? Ich brauch Gold eher. Gold, ja, habe ich jetzt mittlerweile leider auch nicht mehr. Das Problem ist halt einfach, da wo ich herden sollte, wolle, will, kann ich halt ansatzweise haben. Ja. Weil das nicht alles da ist. Na, zuerst war nur Rot und alles da und jetzt ist halt, hat er Rot ist zerstört worden und ich bin halt da jetzt mehr oder weniger. Was war da? Yes. Ah, alles klar. Hast du gemerkt, was da gerade abging? Wie viele sind da gestorben? Pi mal da um 6 Mann. Ach du Scheiße. Ja, ich bin. Ich kann halt nichts machen. Ich komme nicht raus aus meiner Base. Ich komme nirgends hin. Ich kann keine Ahnung, das zu sammeln.
Also Nahrung habe ich genug eigentlich, aber ich komme halt da nicht raus. Ich schicke mal meine Armee noch ein bisschen südlicher, okay? Ich habe 30 Lanzen halt, die haben die Musketiere da jetzt auch ohne Probleme weg. Wäre wichtig, ja. Ich bin halt auch mehr runter, der wird sich denken, die macht er mit seinen Musketieren ohne Probleme, aber da wird er noch Probleme haben. Könnte da irgendwas Schützendes hinmachen? Das sind halt extrem viel Herden. Ist da nicht der Feind höchstwahrscheinlich? Ja, ich kann nicht nirgends Herden. Absolut nirgends. Oh, halt Mühlen, bau halt Mühlen. Was? Da kannst du noch ein bisschen Herden. Ja, was? Ja, Mühlen sind halt nur viel schlechter als sonst was. Ja, schon, aber. Wenn man keine Map Control hat, muss man halt auf Mühlen gehen. Ja. Irgendwann. Wie wär's mit Kämpfen? Ja, ich war gerade woanders. War wäre wichtig, wenn du den Armee down kriegst. Ich hoffe gerade ehrlich, dass Pink jetzt mit seinem Kämpfen rein. Ich das jetzt fallen. Er zieht sich ein bisschen zurück. Warte, ich halte meine Kraft ein bisschen zurück. Ja, aber lauf aber unten herum oder so. Kaff, Antikaff, ja. Er verdammt. Macht nichts. Oh, du hast so ein Glück. Ja, lauf weiter. Oh, du hast so ein Glück gerade gehabt. Ja. Das Flug hat nicht aufgepasst, das hat mir gerade fast. Was ist da? Okay. Ich age jetzt mal noch. Ja, ich steck fest im zweiten. Was brauchst du denn? Nahrung jetzt wieder, oder? Gold. Ne, das ist immer das, was ich nicht bieten kann. Ich habe Nahrung und ich habe Holz. Es ist halt, bei mir ist halt absolut nichts mehr da. Ich habe richtig gut gefahren am Anfang. Und dann ist dieser ganze Kampf gekommen und dann habe ich die ganzen Siedler verloren. Und jetzt habe ich halt kaum Siedler und bin halt in meiner Base eingedrängt. Hey doch, vorne war nur vorher blau. So weiter. Der Orange wird jetzt auch wieder vorbeikommen gleich. Dann bin ich wahrscheinlich tot. Nicht verzweifeln. Aber das war's dann ja schon. Sevi haut richtig rein mit den Punkten. Oh. 302. Ja, aber ich habe mehr als er. Ich habe hier derzeit noch die meisten Punkte. Das liegt eher an uns jetzt, dass wir nichts machen können, meine ich jetzt. Ich mache hier voll risky Herden. Wenn die hier mal mit den Reitern kommen, dann habe ich ein Problem. Dann hast du 4 Siedler verloren. Wo ist das risky? Nee, ich schicke jetzt noch 10 oder 12 nach. Ich lieber die 2 hier noch runter, das sind Free Kills für die. Ich überlege gerade, soll ich aufs Agent sparen, dann könnte ich mir Gold sammeln. Oder endlich mal Gold sammeln. Ich kann nirgends Gold sammeln, es gibt irgendwie keine Mine bei mir. Wow, das ist alles so. Weißt du Gott? Wir kamen theoretisch da, aber da werden ja die Gegner gleich kommen, oder? Dann haben wir irgendwas laufen mit einem Limit oder so. Aber wenn wir da so hochlaufen. Was? Ich habe es nicht. Nein, nicht ab. Eine Unit darf doch irgendeinen Soldaten einfach hochschicken. Nicht, dass die ganze Unit verliert. Hier hin? Ja, einfach hochschicken. Wir haben ein bisschen, ob da irgendwo was steht. Ja. Lauf auch rüber. Nur, dass wir ein bisschen wissen, was abgeht, weil ich würde gern wissen, wo die Gegner als nächstes angreifen wollen. Dann, weil ich halt da hoch muss. Was war da? Ich hab's nicht gesehen. Soll ich noch ein bisschen südlicher? Ach, hier ist ein Wall. Oh! Ja, das ist blau und blau. Blitz. Der Bleistift, okay. Ich hab ihn schon. Boah, das ist so traurig, gerade meine Wirtschaft ist echt so am. Ja. Ich bin jetzt bei 89 Siedlern. Ja, okay, jetzt wird's dann sowieso komplett. Ja. Hat irgendwer Antikaff oder so? Ich hätte Kaff, aber ich glaube, das wäre der Tod für meine Kaff. Ja, ich hör da.
Soll ich Musketiere schicken? Vor dem Typen, der könnte richtig. Ich baue auch mal Dragoner. Nee, hey, mir reicht es, sagst du, ich mache jetzt auch einen Wal. Ist mir egal. Ich will das irgendwie schützen. Ich kann es nicht schützen mit Units, also muss ich einen Wal machen. Mach das. Ja, ich glaube, ich schaffe nicht, mal den Wal zu bauen. Weil der Orange einfach immer rein war. Ich baue gerade Dragoner. Counter. Fast perfekt. Na, es ist aber, das war noch Dragoner, gell? Ja, wir haben verloren, es wird nichts. Oh, hier war eine blaue Armee von Bleistift, okay. Ey, ich bild so viel Siedler aus, aber ich kann mit absolut nichts draus machen. Als. So. Schick dir mal zurück, hast du gesehen, was da für Musketiere stehen? Ja. Mir wundert es eigentlich, die könnten das Game schon längst beenden. Ja, das wundert mich ehrlich gesagt auch. Das gibt mir jetzt die Chance, wieder ein bisschen die Wirtschaft zu stärken. Ja, bei mir auch halt. Ich muss jetzt eigentlich hochagen, es hilft nichts, ich muss da weiterkommen. Da. Der Siedler weg, was in der Ausbildung sein. Und Age. Oh mein Gott, 10 Jahre zu spät, aber. Ja. So, Rotröcke habe ich. Ja, so, gib mal 10 Sekunden, dann bin ich es nicht mehr. Ich will jetzt ja, du wirst das ändern, dann brauchst du nur auf die Statistik schauen, dann schaust du mal, wie viele Siedler ich gehabt habe. Dann weißt du, warum ich so ein schlecht Ding bin. Ich habe wahrscheinlich schon fast alle Siedler und ich habe jetzt 21. Ah. Oh, das ist echt nicht so gut. Also, Nahrung hätte ich, falls jemand Nahrung braucht. Nahrung habe ich durchgehend eigentlich. Und ich mache jetzt direkt das zweite Dorfzentrum und versuche halt absolut voll hart auf Wirtschaft. Aber und Schlo ist im Imperialzeitalter. Ich soll die Fresse halten. Aber ich habe kein Holz, das gibt's gar nicht. Flo mit imperialen Plänken würde ich weghauen mit meinem Lanzenreiten, das wäre kein Problem. Aber mein dummer Fabrikwagen hier. Ich fühle mich echt so, als würde das Spiel erst 10 Minuten laufen oder so. So langsam, ja, alles geht. Du Armer. Das ist echt richtig krank gerade. Ich habe halt richtig Angst vor den Siedler, aber ich kann nichts anderes machen. Ich habe nicht genug Holz, dass ich so ein Goldteil mache. Das ist halt auch nicht gerade das Schlauste, aber was soll ich machen? Lohnt es sich, wenn ich jetzt auch noch irgendwie auf Husaren oder Dragoner gehe? Dragoner-Wender. So, ich baue mal einen zweiten Wallring. Wenn die so weitermachen, haben wir echt nur Chance. Ja. Außer die brechen dann halt mal mit Gendarmen durch, ne? Dann ist vorbei. Die haben noch eine Einfranzosen, hoffe ich jetzt mal. Ja. Und Nautilus wird nicht so weit kommen. Oh, Nautilus hat hier seine Häuser gebaut. Hab ich gar nicht mitbekommen. Ach nee, das ist Bleistift gewesen, nicht Nautilus. Bleistift. Soll ich Jeanette noch machen? Jeanette? Mach aber deine Blanklein, würde ich sagen. Ja, Kaff und Antikaff und so weiter haben wir alles eigentlich. Also wir brauchen eigentlich nur noch Blankler. Also vergesst Musketier und alles andere, macht einfach nur Hardcounter und Hardcounter. Das wäre dann bei mir was? Ich habe vor allem jetzt viele Musketiere leider als Armee. Ja, dann hau da nur ein paar Langbogen dazu, dann wäre das schon perfekt. Ja, dann muss ich die erstmal upgraden, alles klar. Das Ding, du brauchst deine Musketiere theoretisch nur, um die Karte abzuhalten und du hast ja schon um einiges genug. Hä? Laut bei mir ist da jetzt gerade der Kundschafter gestorben. Wie lange haben wir denn da stehen können, bitte? So, Jungs, jetzt geht's dahin.
Jetzt habe ich drei Teile, ja. Drei Dorfzentren. Ja, ich baue jetzt mal noch eine Kirche, dass meine Armee schneller rauskommt für den Notfall. Und ich baue überall mal an meinen Seiten Kasernen. Okay. So. Ja, yeah, upgrade wir mal. Also, wenn jetzt der Armee kommt und reinsticht bei mir, dann. Ja, bau dir den Wall vielleicht noch zu? Oder bis zu mir am besten? Ja, ich baue den nur bis zu dir. Das wäre perfekt. Dann mach mal ein Upgrade den Tor rein. Mach dann bitte irgendwie hier ein Tor rein. Ja, mach ich sofort. Ich mach den zum Wasser. So. Ja, kannst gleich durchlaufen. Arsch. Na, also das achtet abbrochen zu sein. Lauf. Commandment, yes. Heil, yes. Ich würde gar nicht die Statistik sehen eigentlich. Nee, ich auch nicht. Die muss so schlecht sein von mir, also so richtig krank. Einmal kurz den Aufpass, zieht ziemlich alle Siedler down. Das war richtig schlecht. Hat einer von euch überschüssiges, übertrieben überschüssiges Holz, dass ich mir 500 spenden kann, oder? Ich kann dir 300 spenden. Ja, ich auch. Warte mal, wer war das, wo das gesagt hat? Maxl? Hellblau. Hellblau, jawohl. Oder 400. Ich habe leider auch nicht sehr viel und bräuchte es eigentlich auch. Ja, okay, Blau greift an. Blau greift an. Imperiale, jetzt wäre heute gut. Ich brauche ein Tor, ich komme mit meiner Kopf nicht los. Ich hab schön wollen. Also, hopp. Tor. Ja, geh durch. Wow, Gott sei Dank habe ich genug Holz gehabt. Lustig, dass er alleine angreift, das wundert mich jetzt ehrlich gesagt. Oh, mein Wall ist gleich down, verdammt. Ja, wenn es das wäre jetzt. Oh mein Gott, das ist so gut, Jungs. Wenn es die Armee jetzt einfach klatscht, ohne recht viel Verluste zu machen, wäre das absolut gut. Da waren meine Kaffees drin. Ja, der Kauf seine Blank, seine Dings hat. Wie greift er? Die da oben bitte auch, genau, ja. Dann baue ich gleich wieder den Wall auf. Okay, Anti-Carf, ganz viel Anti-Carf, perfekt. Für dich, Grün, ja. zieh dir wahrscheinlich, zieh deine Units wegen nach links. Raus. Nee, wartet, ich weiß schon, wartet. So. Ich kann doch die Musketiere in den Nahkampf schicken. Ja, das macht nicht viel Sinn eigentlich, was du dort machst. Das macht kaum Sinn. Weil das Ding ist, bis du dort bist, hast du einen angekratzt. Ja, okay. Das war's dann. Oh, das ist so dämlich, aber. Nichts raus. Ich kann aber Truppen raushauen. Ich baue dann erstmal. Ja, Orange wie bei mir rein. Und ich hab keinen Antikauf. Wir sind eigentlich jetzt. Ich kann noch weniger gegen Pink machen aktuell. Ja, ich bilde jetzt irgendwas. Also ich mach gar aber. Ich mach ja. Halt meine. Lass mal auf die Kanonen auf. Weg. Ach, der ist hier schon durchgebrochen, Mensch, verdammt. Gegen
Ja, ich komme gerade zu dem. Ja. Schützen muss ich ja. Irgendwie gut. Aber der Wal hat es eigentlich richtig gebracht, weil jetzt kannst du es richtig auch wollen. Bei uns ist ein Alter, ist schon 110 in unserer Base. Achtung, deine Wagen kommen noch, gell? Die killen dich auch. Und der Fabrik ist raus. Mr. Greg. Ich gebe mir jetzt einen noch meine Artikel auf. Ja, perfekt. Das kann ich von mir aus gerne machen. Okay, kannst du mit Antikraft dann direkt zu mir rüberkommen? Mhm. Weil da sind überall schon da und mit der alles. Okay, das sind jetzt mit der eine für das hier. Weil um die Zeit sind wir normalerweise schon schön da. Genau, jetzt komplett down ist so wie. Also die Reuter, das ist echt hart hier. Oder gegen die Karabiner. Ich habe halt leider keine guten Counter. Ja, ich brauche auf jeden Fall gerne mehr Antikraft von mir, aber so schnell wie möglich. Ist schon unterwegs, ist schnell tot. Ja. Perfekt. Aber er kommt schneller durch, wie ich mit meiner Kraft da bin. Ja, ich habe auch noch Kraft, also ich kann ja teilweise auch mal. Ich muss ein bisschen entgegenschicken. Ich bin jetzt erst in deiner Base angerannt mit meinen rund 40. Ja, ich bleibe in meiner Base stehen und warte, bis der reinläuft. Okay, er läuft jetzt rein. Er hat viel Armee, aber nicht starke Armee. Das ist. Da hat es auch nicht spannend. Ja, ich laufe jetzt hin. Ja, es leckt gerade zu viel. Ich kann nicht steuern. Komm, laut. Er darf uns nicht in die Wirtschaft fallen. Das ist die, oder? Ja, ich kann. Gott, absolut nicht steuern. Ja, der kommt nicht weit. Mir bedeutet, Kapp ist. Wird es eigentlich ganz gut laufen. Die haben echt viel hier und irgendwie. Ja, wir können gerne rüberkommen. Wir machen kurz die Kraft an und dann machst du es. Der Seite. LOL! Sag doch, dass du da drüben bist. Ich hab's nicht gesehen. Ich hab darauf jetzt nicht geachtet. Du musst deine Units noch schicken, gell? Bei mir runter. Oh, er kommt mit Kanonen, verdammt. Ich schick die Hälfte davon jetzt mal ab. Ja. Ja. Forster. Du musst mit Downhälfte kämpfen, gell? Okay. Gut. Alter, was ist denn jetzt hier los? Gibt es die ersten Lags oder was? Ja, weil immer so viele Leute kämpfen. Das ist halt. Alter, das ist so hart jetzt. Auch noch die Wirtschaft hier wieder. Aber der untätige Siedler, was soll denn das hier? Arbeiten. Okay, Aran schlaft wieder raus, warum auch immer. Ihr könnt eigentlich irgendwie komplett nicht töten. Das okay, ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass der da töten kann. Also unsere zwei Armee, die was da stehen, die sind viel zu wenig. Aber er hat auch. Hat jemand kurz ein bisschen Holz, dann könnte ich mal Wachtragoner upgraden. Ja, kann Holz. Grün. Jo. Okay. Danke. Dass ich irgendwie behilflich sein kann. Okay, du kannst deine hellblauen Truppen wieder hochziehen, wenn du möchtest. Also, der kommt jetzt hier gleich mit Kanonen dann durch bei mir gerade. Ja, eigentlich müssen sie so mal finishen, es ist im Endeffekt schon vorbei. Boah, das ist echt kritisch. Ja. Ich sehe es gerade. Ja, ich war gerade mit Orange beschäftigt. Okay, Orange schaut wieder rein. Alles klar. Okay. Ja, perfekt, du stehst eigentlich richtig. So, jetzt bräuchte ich. Nicht stehen lassen. Ja, ja. Jetzt sind sie aber schon da mit. Also länger halte ich nicht gegen die beiden aus. Ja, jetzt ist ja, der. Ja, wir haben verloren. Ja,
Item aufgeben. Ja, gehen wir auf. Oh, schaut's auf keinen Fall mehr Statistiker. Oh, das ist so schlecht. RIP Gaius, ja. Ein paar Dragoner spam ich jetzt aber hier noch. Gib mir auf, das macht keinen Sinn mehr. Ja, ich mach mich auf. Ich hab den Aufnahmeknopf gespammt. Erst mich die Statistik anschauen würden. Jetzt hab ich leider kein Gold mehr, ich hab jetzt alles rausgeholt, was ging. Wow, wenn ich jetzt. Ich glaub, das trau mir nicht in den Raum schauen. Rohstoffe, ja. Wow, das ist echt. Nicht so gut. Ja, wenn vor vier Leuten drei zu den fast letzten drei gehören, dann ist es halt. Man schaut, also das mit der Orange hat echt gestiegen im Endeffekt, weil der war echt raum. Wenn wir viel machen können, aber ich war halt dann auch absolut raum. Ihr könnt ja auch aufgeben, das macht keinen Sinn mehr für euch. Ja, ich wollte nur noch hier den letzten Kampf, meine letzten Ressourcen weghaben als Last Stand. Weil genau jetzt habe ich nämlich diese blöden Dragoner, aber viel zu spät. Wäre so gut dabei gewesen eigentlich am Anfang und dann. Na gut, dann schreiben wir hier mal GG. Ja, ich war am Anfang sogar Erster. Halt. Und dann vorher einbrochen, wenn die ganze Siedler. Ja, schade. Ja, geht's auch wieder hoch. GG hat 1, wenn wir alle wieder kommen. Ja, gut. Da haben. Das war halt einfach gleich ganz früh, ne, als sie angegriffen haben, das war halt enorm stark. Hätten wir eigentlich nicht aufgeben können. Ja. Ja. Ich meine, ja, das stimmt. Ich konnte jetzt mit meiner Wirtschaft, sage ich mal, nochmal zurückkommen. Ich hatte 99 Siedler. Ja, du warst eh gut. Nur ich war zu down, dann Mr. Greg war ziemlich down. Und ja. Max war jetzt auch nicht gerade da on top. Und jetzt, jetzt sind die auch zu zweit gegen mich alleine gegangen, dann ging es auch nicht mehr. Genau, ihr könnt hier. Genau, dann gehen wir nochmal in den anderen TS kurz rein. Ja, Jung. Channel switched. So. Ja, wir haben nicht damit gerechnet, dass es so früh vor ihr reinstürmt. User joined your channel. Okay. Ja, weil der Arm ist ja fast nicht schon. Ich gehe Minute 7 ins dritte Age, auf einmal stehen da 50 Muskeltiere von meiner Base. Ja, ich habe die Kaserne gebaut und auf der anderen Seite war dann auch eine Kaserne gleich mit den Plänklern. Das war natürlich dann schon sehr gut gemacht, früh auch. Ich habe nicht damit gerechnet, dass sie angreift. Ich dachte, ich kann in aller Ruhe ins nächste gehen, ins dritte. Und dann in alle Ruhe ein paar Lanzen weiter raushauen. Oh, und die meisten Punkte hatte Bleistift. Die Lanzenreiter waren noch nicht da. Die meisten Punkte hatte wirklich Bleistift. Ja, es, was denn? Es war jetzt einfach zu dritt, war es halt von der Wirtschaft besser als wie drei von uns. Ah, ich hatte nur die zweitmeisten Rohstoffe. Bleistift, du warst echt gut von den Rohstoffen. Ja, ich war ja auch echt überrascht so jetzt von dem Briten. Der Cube, die minimalsten Rohstoffe, was ist denn mit dir los? Geil, wenn richtig scheiße war im Game. Wenn so richtig schlecht war. Ich hab zu wenig Kills gemacht dafür, dass ich die meisten Einheiten hatte. Ich hatte einfach keine guten Counter, das war das Problem. Ja, bei mir war es halt einfach nur. Ich verstehe zwar alles von dem Game noch, aber ich hab absolut komm mit meinen Scheiß nicht zurecht. Hey, war so voll schnell. Geil, es ist echt traurig. Eigentlich wollte ich das alles sehen, jetzt fickt er mich. Oh, bei den Dorfbewohnern, da waren ich und. Bleistift, ja, na klar, ist Briten natürlich richtig gut dabei. Aber mit Abstand. Ja, ich spüre es im Endeffekt entschieden, wie sie es unser Base-Schau zerstört hat, bevor wir überhaupt die Truppen rausgekriegt. Ja, genau. Eigentlich hätte es nie so lange warten müssen, es hätte uns schon längst zerstören können, eigentlich. Ja. Das hat mich auch gewundert. Der ist doch voll witzig. Die anderen drei bauen da oben bei euch ihre FB und ich hab voll vercheckt und baue irgendwo eine FB. Ja, weil ich hab auch ihren M7er gehabt zwischendurch mal in der 15. Minute oder was, weißt du? Oh, das ist halt. Scheiß. Zum Schluss habe ich nur 60 gehabt, also eigentlich habt ihr es viel zu lange gewartet. Ey, was habt ihr denn gemacht? Gestörte Gebäude 0, 6, 0, 3, ja. 0, 0, 0, 0, 7 und da komme ich 41. 41? Krass. Ja, Sibyl, machst du wieder auf? Genau, ich werde mal an. Ich,
Ich werde mal an der Stelle meine Aufnahme beenden. Ich hoffe, es hat den Zuschauern Spaß gemacht, auch wenn wir hier richtig fertig gemacht wurden am Ende. Das macht ihm immer Spaß. Ja, ich glaube es auch. Vor allem am Ja, Ende jetzt habe ist ich es ja dann auf geschafft, mit jeden den Fall die Briten Kontrolle auch über nochmal die die Welt. Wirtschaft zu maximieren. Also bis zum nächsten Mal, euer Gaius Julius Caesar. Auf Wiedersehen.